Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich ein neues Unboxing für dich und zwar ist bei mir soeben die Pinkbox eingetroffen. Also wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Die Pinkbox bekomme ich in der Kooperation und mit Pinkbox halt selbst und darf auch tatsächlich deswegen in diesem Video eine Pinkbox an einen von euch verlosen. Alles, was du dafür tun musst, steht unten in der Infobox drin. Schau einfach mal vorbei und du solltest auf jeden Fall Abonnent meines Kanals sein, weil diese Verlosung ist nun mal für meine Abonnenten und deswegen, ne? Alles andere unten drin. Am besten mit Glocke aktivieren, dann verpasst du auch keine weiteren Videos von mir. Und jetzt bin ich echt gespannt und möchte wissen, was drin ist, denn ich habe nicht reingeschaut. Ich habe nur hier oben dieses Vieh abgemacht, dieses Ratschevieh, weil mich das manchmal... Ich kriege es manchmal einfach nicht auf und ich habe es jetzt geöffnet. So, die Pinkbox erscheint monatlich, kostet je nachdem, was für eine Aboform du wählst, entweder also zwischen 12,50 Euro und 15 Euro pro Monat bzw. pro Box und enthält Beauty-Produkte, eher so aus dem Bereich ich weiß nicht, was los ist, es tut mir leid, aus dem Bereich Drogerie und dafür hast du aber dann größere Produkte drin, muss ich sagen, ne? Genau, so schaut es aus, wenn man quasi den Deckel einmal öffnet und hier haben wir einen Flyer drin. Ne? Weil es eine Kooperation ist, bekomme ich ihr mein Herzchen. Liebe Claudia, ich hoffe, du bist sehr gut ins neue Jahr gestartet. Ja, ruhig, aber gut, muss ich sagen. Die neue Pinkbox New Year, New You, New Year, New You, okay, soll dir bei dem Start ins Jahr und bei der Erfüllung deiner Vorsätze helfen. Viel Spaß beim Entdecken. XOXO Maria vom Pinkbox-Team. Okay, das ist interessant. New Year, New You. Also ich persönlich muss sagen, ich habe nicht wirklich Vorsätze oder sowas, dass ich jetzt irgendwie sage, ich möchte jetzt mein Leben verändern, ich möchte irgendwas großartig verändern. Ich möchte einfach glücklich sein und glücklich bleiben. Genau. Ich weiß nicht, wie das bei dir aussieht. Schreib mir das gerne mal unten in die Kommentare rein, ob du vielleicht irgendwelche Vorsätze fürs neue Jahr hast. Hier ist wieder ein Flyer drin. Augen auf. Es haben nicht alle Produkte in die Box gepasst und Sammy sitzt hier neben mir und möchte einfach Liebe haben. Ich sitze hier nach der Arbeit halt vor der Kamera und dann, ja, möchte er einfach ein bisschen Aufmerksamkeit. Okay. Das heißt, wir haben hier noch ein weiteres Produkt, welches sich neben der Box befindet. Das heißt, da haben wir schon direkt das erste Produkt. Cucumber Cactus Cool. Festivals beflügeln mich. Ich tanze allein im warmen Gras und träume, dass ich eine Blume bin. Der klare Rhythmus dieser langen Nacht. Was zählt, ist nur der Augenblick. Ein Duschgel von Triacle Moon mit Kaktusfeigenextrakt. Okay, ich hatte das in der letzten Box auch schon mal drin. Da hatten die oben so einen Pumper, ne? Das fand ich irgendwie cooler. Okay, also Cucumber ist ja Gurke und Kaktus ist ja Kaktus. Ja. Oh, das riecht wirklich enorm frisch. Ich kann mir gut vorstellen, dass man sowas mitnehmen kann, tatsächlich, wenn man irgendwo Sport macht oder so und sich danach dem Sport erfrischen möchte. Na, Sammy? Wolltest du gerade irgendwas mopsen? Na. genau. Und das dann halt nimmt, um halt refreshed zu werden. Aber, Sammer! Stupst der mich hier an, Leute. Aber ich bin eher ein Fan von so süßen Düften und ein bisschen mädchenmäßig, ein bisschen rose, blumig. Das ist mir dann doch, ja, halt ein bisschen zu cool, ne? Muss ich wirklich sagen. Okay, so. Dann schauen wir mal weiter. Hier hätten wir die Box. Emotion ist jetzt das Magazin. Du hast immer irgendwie ein Magazin mit dabei. Und das hier ist das Magazin Emotion. Deutschland, 4,90 €. Ja, guck an. Den Karton stelle ich mal eben zur Seite. Und dann haben wir hier tatsächlich die Pinkbox, die dann ja quasi um das eine Produkt von Triacle Moon erleichtert ist. Wir öffnen die Box. Wir haben hier drin stehen im Deckel, du bist schön. Das finde ich auch immer total charmant und das mag ich auch gerne an der Pinkbox, weil das einfach irgendwie dieses, es ist liebevoll, ne? Dann haben wir hier das Seitenpapier, das Seitenschleifchen. Kein Geruch. Dann öffnen wir einmal vorsichtig den Klebi. Ja, Mist, und zerreißt natürlich alles. Hier haben wir dann das Heftchen, wo drin steht, was drin ist. New Year, New You, das wurde uns ja eben schon verraten. Die ganzen Produkte sind dort einmal abgebildet mit Informationen zu den Produkten. Dann hast du die Preise da drin stehen, manchmal so den ein oder anderen Tipp, Checklisten und so weiter. Und halt noch so ein kleines Grußwort zum Anfang. Und hier haben wir dann den ersten Blick in die Box. Genau, jo. Als erstes fängt das Ganze an. Salt House Totes Meer Therapie, ein Handbalsam. New Year, New You, ich weiß nicht.
Eine Handcreme hätte ich jetzt nicht unbedingt gebraucht als neues Ich, denn das aktuelle Ich besitzt schon sehr, sehr viele Handcremes. Repariert und schützt und pflegt mit Todesmeersalzmineralien, Urea und Panthenol. Okay, dadurch, dass es halt quasi repariert, erneuert es ja auch irgendwie, ich mache mir das Leben schön, ne? Und ein neues Ich mit dem hier aufgrund von cool und Sport und keine Ahnung, ich mache mir die Welt, wie sie mir gefällt. So sieht's aus. Okay, dann haben wir hier als nächstes Produkt. Ach so, will ich das einmal auspacken? Komm, wir gucken uns das aber einmal an, okay? Das wird ein ganz normaler, ja. Das ist so eine ganz normale Tube. Intensiv, Handbalsam, Tüdelü, ne? 75 Milliliter, ist eine Full-Size-Größe. Salthaus, interessante Marke. 0% Parfüme, Farbstoffe, PEG, Silikone und Paraffine. Auch das sehr, sehr positiv, ne? Aber es ist mal wieder eine Handcreme und ein Duschgel. Also ist jetzt alles noch nicht so spektakulär, muss ich gestehen. Ja. Von Fria Snacking Drink für den kleinen Hunger mit Rosenblüte und Weichselkirsche. Das finde ich cool. Diese Drinks von Fria hatten wir jetzt schon in ziemlich vielen Boxen drin. Dadurch, dass ich ja die Kooperation habe, habe ich ja auch manchmal ähnliche Inhalte in den verschiedenen Boxen, weil die halt eine große Firma sind. Und ja, hier sind Bio-Basilikum-Samen drin. Also sowas in der Art hatte ich auch schon mal. Du hast hier quasi einfach eine Flüssigkeit, wo du so ein bisschen, du kannst sowas auch mit Chiasamen manchmal haben oder so, ne? Wo du halt so Samen drin hast. Finde ich jetzt gerade ganz praktisch, weil ich habe ein bisschen Hunger, deswegen gönne ich mir den mal eben kurz. Da schüttelt man dann so ein bisschen ganz bisschen, ne? Dann macht man sich das auf. Ist nicht jedermanns Geschmack, würde ich mal so sagen. Nicht wegen dem Saft, sondern wegen der Konsistenz von diesen, ja, Samenviechern halt, ne? Mag nicht jeder. Ich mag's. Prost. Dadurch, dass du die Samen dann halt drin hast in deinem Magen, ist es halt auch ein bisschen gefüllt. Ja, ne? Kann man wohl machen. Ich mag's ganz gern. Dann haben wir hier eine Nachtcreme Polar. 15 ml Relaxing Cream. Das ist eine Nachtcreme von Polar. Polar ist eine ziemlich interessante Marke. Und ich glaube, auch diese Nachtcreme hatte ich auch schon in der einen oder anderen Box drin. Ich habe Polar noch nicht wirklich ausgetestet. Ich muss es aber mittlerweile echt mal tun. Denn ja, es kommt halt immer mehr und so viele Leute schwärmen davon. Und deswegen möchte ich es echt mal ausprobieren. Mit irgendwelchen Algen. Keine Ahnung. Ich weiß nicht, was Borealalge ist, aber damit ist das auf jeden Fall. Ja, ne? 15 ml sind hier enthalten und das ist halt eine Gesichtsnachtcreme. Und das regeneriert dann wahrscheinlich und dementsprechend auch wieder New Year, New You. Ist jetzt aber nicht so unfassbar keine Ahnung. So, dann haben wir von La Mer, das habe ich hier tatsächlich auch noch in meinem Badezimmer habe ich das schon stehen, für strahlende Augenblicke Ultra Hydro Booster. Das sind einmal so Unteraugenpatches und dann hast du auch noch ein Wimpernserum mit 2,5 ml mit dabei. Und jo, ich habe schon von Leuten gehört hier, die Augenmasken aufgebraucht haben, dass die ziemlich cool sein sollen, dass die sehr gut die Augen pflegen, die Augenpartie halt zum Strahlen bringen. Das ist auch eine süße Geschenkverpackung. Das ist hier noch verschlossen mit einem Klebe. Ich weiß nicht, ob ich die behalten werde oder weitergeben werde. Man klappt es so auf und dann hat man hier die Maske drin für die unteren Augenviecher und dann halt daneben dieses Wimpernserum, aber halt nur so eine ganz kleine 2,5 Milliliter, ne? Wobei manchmal hast du auch nur 1 Milliliter in so Wimpernserum drin, deswegen ist es gar nicht mal so wenig so langzeitmäßig gerechnet, sage ich mal. Also von daher ja, ne? Habe ich aber noch nicht, wie gesagt, ausgetestet, wird aber noch getestet. Und irgendwie ist es ganz cool, dass es drin ist, weil das ist mal echt überhaupt kein Drogerieprodukt. Ne? Das ist schon ganz, ganz hochpreisig eigentlich wohl. So, jetzt haben wir das letzte Produkt drin und du hast normalerweise auch wirklich so 5 Produkte in diesen Boxen mit drin. Und hier haben wir von Chiara Ambra eine seidige Feuchtigkeitsmaske mit Wiesenschaumkraut. Ui. Okay, ja, das ist einfach eine Gesichtsmaske, eine Feuchtigkeitsmaske, finde ich auch sehr, sehr schön, dass halt quasi nochmal so ein bisschen die Haut mit Feuchtigkeit versorgen soll. Jo, finde ich auch ganz nett, sowas verwende ich unheimlich gerne, ich bin ein mega Maskenfan, deswegen tolles Produkt für mich, ich denke auch, dass ich die direkt heute Abend verwenden werde. Jo, ne? Fließmaske mit zweiter Haut, Wohlfühleffekt. Das finde ich knuffig, das finde ich cool, das gefällt mir, das finde ich toll. Ja, ne? Das ist so ziemlich auch das beste Produkt, finde ich jetzt für mich persönlich aus der Box. Es waren auch coole Produkte mit drin, das muss man ja sagen. Ich finde aber dieses New Year, New You, hätte man vielleicht ein bisschen dekorative Kosmetik mit reinpacken können, die vielleicht etwas mehr so ins,
es ist ein bisschen special, ein bisschen extra, ein bisschen was anderes. Keine Ahnung was, aber ne, hätte man mit reinmachen können. Denn soweit ist die Box jetzt tatsächlich leer. Und ich denke nicht, dass ich jetzt irgendwie, weiß Gott wie, neu mich mit diesen Produkten fühlen würde. Ich weiß nicht, wie du das siehst. Schreib mir gerne deine Einschätzung, deine Meinung dazu unten in die Kommentare rein. Ansonsten würde ich einfach sagen, wenn dir das Video gefallen hat, dann lass mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist zu den ganzen Unboxings, meine Abo-Boxen. Hier unten meinen neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Da würde ich mich von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!